Schönen guten Abend. Mein Name ist Harald Wildfell und ich darf Sie im Namen der katholischen Männerbewegung und der Volkshochschule Linz ganz herzlich zum dritten und letzten Vortrag der diesjährigen Männerveranstaltungsreihe begrüßen. Es ist also der dritte und letzte Vortrag, aber noch nicht die letzte Veranstaltung. Wir haben die Veranstaltungsreihe begonnen mit einem Vortrag zur männlichen Körperästhetik. Wir werden diese Veranstaltungsreihe auch wieder entsprechend abschließen, und zwar mit einer Führung im Kunstmuseum Lentus. Dort findet ja derzeit die Ausstellung Der nackte Mann statt. Wir haben im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe auch dort einen Termin gebucht. Sie können sich dafür anmelden. Es ist also notwendig, entgegen den Vorträgen sich dafür anzumelden, entweder bei der katholischen Männerbewegung oder bei der Volkshochschule Linz. Die Führung findet am 29.11. an einem Donnerstag, also kommenden Donnerstag in einer Woche, bereits um 18 Uhr im Lentus statt. Führen wird Doktorin Elisabeth Thaler. Es gibt anschließend die Möglichkeit zur Diskussion. Jedenfalls Treffpunkt dann um 18 Uhr direkt im Foyer des Lentus. Heute geht es um Kurven, und wir meinen damit aber nicht wieder Körperkurven oder eine Form oder das Thema von Körperkult, sondern wir meinen vielmehr von Lebenskurven. Besonders die männlichen Lebenskurven und diese Kurven und Bilanzen haben schon viel mit chronologischen Elementen zu tun, also mit Zeit, auf die man zurückblickt und die Zeit, die einem noch bleibt und auf die man noch vorausschauend blicken kann. Und der heutige Referent spricht daher in konsequenter Weise von der Halbzeit und der Strategie für Männer ab 40 für die kommende zweite Lebenshälfte. Ich begrüße ganz herzlich, und es freut mich, dass er wieder nach Linz gekommen ist, Dr. Markus Hofer. Schönen guten Abend, Herr Dr. Hofer. Magister Wolfgang Schönleitner, der heute moderieren sollte, hat Nachwuchs bekommen und ist dadurch entschuldigt eigentlich, glaube ich. Also er hat ganz wichtige andere Dinge zu tun, und ich möchte ihm von dieser Stelle auch das Beste für seine Familie wünschen. Und ich bin froh, dass statt seiner heute Magister Reinhard Kasper von der KMB eingesprungen ist und heute die Moderatorenrolle übernommen hat und auch die Diskussion leiten wird. Ich darf Sie noch einladen, wenn Sie an solchen und ähnlichen Themen interessiert sind, sich in diese Liste einzutragen. Sie erhalten dann von uns entsprechende Veranstaltungsinformationen. Weiters darf ich auch noch darauf hinweisen, dass die Medienwerkstatt Linz, die auch hier im Haus untergebracht ist, Vorträge aus dem Wissensturm aufzeichnet und ins Internet stellt. Wir haben hier Lesezeichen, wo die Internetadresse drauf ist, und Sie können dann bei verschiedenen Links dann sich Vorträge anhören. Es sind mittlerweile etwa 300 Vorträge im Netz. Auch dieser wird im Netz dann sein als Audiodatei, beziehungsweise auch für einige Tage auch als Videodatei in Ustream Education TV heißt das. Ja, und jetzt gibt's den Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Danke. Einen wunderschönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung nach Linz. Ich bin ganz baff, dass so viele da sind und vor allem, dass so viele Männer da sind. Also normal kommen auch bei diesem Thema mindestens ein Drittel Frauen. Überhaupt nichts dagegen. Es geht auch um Frauen heute Abend, und es schadet auch nicht, wenn Frauen verstehen, was bei Männern da so vorgeht. Aber so viel wirklich Männer auch bei diesem Thema hatte ich eigentlich noch nie. Ein katholischer Pfarrer, ein evangelischer Pastor und ein jüdischer Rabbi. Die drei diskutieren über die Frage, wann beginnt das Leben? Für den katholischen Pfarrer sonnenklar: Das Leben beginnt mit der Befruchtung der Eizelle, keine Diskussion. Der Pastor: Ja schon, aber ohne Einnistung der befruchteten Eizelle gibt es doch kein Leben. Man darf es vielleicht nicht so eng sein. Nein, auf keinen Fall, Protest vom Pfarrer. Und die längste Zeit eine hitzige Debatte hin und her über den Beginn des Lebens. Sie merken gar nicht, dass sich der jüdische Rabbi an dieser Diskussion überhaupt nicht beteiligt. Irgendwann werden sie aufmerksam und fragen den Rabbi: Jetzt sag einmal, Rabbi,
wann beginnt für dich das Leben? Der Rabbi grinst und meint, weißt du, Leben beginnt, wenn Kinder aus dem Haus und Hund dort sind. So würden wir uns das wahrscheinlich vorstellen, so würden wir uns das wahrscheinlich wünschen. Und wenn man dann so weit ist, merkt man, holla, so einfach ist es vielleicht auch nicht, dass das Leben automatisch neu beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus und der Hund tot sind. Das Älterwerden, damit tun wir Männer uns nicht immer leicht. Dabei ist es wirklich wie beim Fußball, die zweite Halbzeit entscheidet. Sie entscheidet worüber? Ob ich irgendwann als reifer alter Mann mein Leben beende oder als alter Esel. Wenn Sie Beispiele wollen, für Zweiteres nehme ich immer den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten oder unseren legendären Baumeister in Wien beim Opernball immer. Oder wenn Sie ein einfaches Beispiel, Gegenbeispiel wollen, der Großvater von STS. Das wäre mein Traum, einmal so alt zu werden, nicht wegen einer Leistung, sondern wenn ich so gebraucht wäre, weil ich bin, wie ich bin. Das wäre für mich das höchste Lebensziel, was man da erreichen könnte. Aber alt werden, der Spruch stimmt, ist tatsächlich nichts für Feiglinge. Zuerst Leistung, jetzt habe ich da irgendwie, geht es, ja, ich habe es uns zu nah. Zuerst Leistung, Erfolg, immer gut drauf und dann kommt das, was man so das beste Mannesalter nennt. Und genau dieses vermeintlich beste Mannesalter entpuppt sich nicht selten als eine der schwierigsten Phasen, auf die wir zudem meistens kaum vorbereitet sind. Die ersten Anzeichen kann man noch leicht kaschieren, aber irgendwann wird man dann spätestens ab 50 auch darauf gestoßen, dass man älter wird. Kurz vor meinem 50. Geburtstag, heute bin ich 55, ein kleines Erlebnis. Ich war nordisch walken unterwegs in unseren Wäldern und komme da rauf und da geht's dann einen steilen Forstweg hinauf und dann in diese Örflerschlucht. Beim Forstweg muss ich zuerst wieder meine Pfropfen weg von den Walkingstöcken. Und kurz davor sehe ich, wie eine junge Frau in einem rassigen Dress mit Mountainbike auf diesen Forstweg abbiegt. Ich komme um die Ecke und merke, die ist noch gar nicht so weit oben. Und irgendwie legt sich bei mir ein Schalter um und Sie können sich vorstellen, zumindest die Männer, ich wie ein Wahnsinniger mit meinen Walkingstöcken hinter diesen jungen Frauen im Mountainbike her. Ich habe sie nicht eingeholt, aber sie hat sich schon mal umgedreht und gewundert, wie das Geklapper der Stöcke nicht in der Ferne bleibt. Aber Rahe folgt bei Fuß. Ganz oben kommt dann die erste Kurve und da war es aus, Wadenkrampf. Denkt richtig, das hast du verdient, wenn du glaubst, mit 49 jungen Frauen nachlaufen zu müssen. Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis ich wieder zu normalem Gehen fähig war. Aber das war noch nicht alles. Bin dann brav in meinem richtigen Tempo weitergewalkt durch den Wald, durch die Schlucht. Und irgendwann, es geht so abwärts, kommt mir eine Schulklasse entgegen, ungefähr 10 Jahre alt. Zuerst war es noch lustig. In der ersten Reihe schreit einer der Schüler, Achtung, Auto! Das ist ja noch ganz nett, wenn ich so flott daherkomme. Walk an der Klasse vorbei, schreit einer aus der letzten Reihe, Achtung, Opa! Da ist mir klar geworden, zwischen diesen Polen spielt sich das Leben eines 50-Jährigen ab. Auf der einen Seite glaubt man, man muss noch jungen Frauen nachrennen und auf der anderen Seite ist man für die anderen eh schon längst ein Opa, nur will man es selber nicht merken, nicht wahrhaben. Und wir sind darauf nicht vorbereitet. Schon C.G. Jung hat beklagt, dass es keine Schulen für 40-Jährige gäbe. Er schreibt, aufs Tiefste unvorbereitet treten wir in den Lebensnachmittag. Schlimmer noch, wir tun es unter der falschen Voraussetzung unserer bisherigen Ideale. Wir glauben, stillschweigen, das Leben geht immer so weiter, tut es aber nicht. Und das war auch der Grund,
warum ich dieses Buch geschrieben habe, die zweite Halbzeit entscheidet. Es soll so eine Art Routenplaner sein durch die zweite Halbzeit, eine Art Wanderführer durch die zweite Lebenshälfte, wo ich vielleicht schon auch ein paar Sackgassen beschreibe, vor denen ich vielleicht warnen möchte oder da oder dort ein Schild aufstellen mit der Aufschrift Vorsicht, weil mein Eindruck ist, dass die Sackgassen manchmal ausgetrampelter sind als der Weg zu einem reifen Mann. Das Modell, das ich verwende, und jetzt sind wir bei den Lebenskurven, ist das Modell der inneren Lebenskurve des Mannes. Ich werde Ihnen aber in der zweiten Hälfte auch ganz kurz die innere Lebenskurve der Frau schildern und etwas sagen über Partnerschaft in der Lebensmitte, weil das gehört zu dem Thema dringend dazu. Und dieses Modell, denke ich, ist eine Art guter Kompass für die zweite Lebenshälfte. Diese innere Lebenskurve des Mannes beginnt einmal mit einem sehr steilen Aufstieg. In der Mythologie nennt man das den Heldenweg. Und es ist gut, wenn sich die jungen Männer auf die Socken machen, wenn sie ihre eigene Kraft, ihre eigenen Möglichkeiten erfahren. Es ist nicht gut, wenn sie bis 32 im Hotel Mama wohnen. Also in Italien ziehen sie im Moment im Schnitt mit 32 aus dem Hotel Mama aus. Keine Ahnung, was das für Folgen für die gesellschaftliche Entwicklung hat. Und der Hauptscheidungsgrund der italienischen Männer ist, weil die Gattin nicht so gut kocht wie Mama. Es ist gut, wenn sie gehen. Und wichtig, dass sie gehen. Wichtig, dass sie sich lösen, ihre Möglichkeiten erfahren, eigenes aufbauen, auch ihre Pflichten wahrnehmen, ihre Verantwortung wahrnehmen. Natürlich ist diese erste Phase des Aufstiegs verbunden mit einem Idealismus, der notwendig ist, der ist viel Antrieb. Bei den heutigen Jungen hapert es manchmal. Eine gewisse Egozentrik ist dabei, aber das dürfen sie haben, die braucht's, damit sie aus sich selber was machen. Und natürlich manchmal auch Unreife. Na, ich sage immer, junge Männer sind keine Äpfel, die werden nicht durch Lagern reif. Es funktioniert nicht so, dass ich beim Hotel Mama daheim warten kann, bis ich reif bin und dann gehe ich hinaus ins Leben. Ich werde reif, indem ich ins Leben hinausgehe, etwas wage, etwas mache und seien es auch Fehler. Und dann so vielleicht zwischen 32, 35 hat man dann so einen Punkt erreicht, wo man seine eigene Selbstidentität gefunden hat. Man wird ruhiger, mal etwas ruhiger, ist mehr bei sich, entwickelt ein angemessenes Selbstwertgefühl, braucht sich nichts mehr vorzumachen, hat eine angemessene Wahrnehmung auch der eigenen Grenzen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo wir so stillschweigend davon ausgehen, wunderbar, jetzt haben wir es erreicht und so bleibt es jetzt bis an den Rest meines Lebens. Aber das Leben scheint anders gestrickt. Die nächste Phase ist eine Phase, die ich bezeichne mit Krise der Begrenztheit. Und da vielleicht eine kurze grundsätzliche Bemerkung. Ich möchte im Vortrag schon ein Stück Hauptgewicht auf diese Krise der Lebensmitte legen, weil die der unterbelichtetste Teil in so einem Männerleben darstellt. Ich möchte aber jetzt, wenn ich von Krise rede, niemand eine Krise einreden, der keine hat. Jeder, der nie eine Midlife-Krise erlebt, soll froh sein und dem Herrgott danken. Mein bester Freund hat als erster Mann dieses Manuskript gelesen und seine erste Rückmeldung war, durch das Lesen ist ihm klar worden, was ihm alles erspart geblieben sei. Es gibt Männer, denen bleibt es erspart geblieben, aber habe nichts gelesen, wo ihm nicht mindestens 5 Kollegen einfallen, die es betreffen würde. Bei mir selber, ich war natürlich restlos überzeugt als Experte und als einer, der den anderen erklärt, wie das Leben läuft, komme ich nie in eine Krise. Bei mir war es nur später, es war mit 51. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, bin jetzt langsam heraus. Aber die letzten 3 Jahre, gut 3 Jahre, waren weniger lustig. Also lassen Sie sich nichts einreden. Vielleicht bleiben sie verschont und vielleicht kommt es noch.
Aber es ist etwas, wovon wir so wenig wissen und wo doch, es gibt keine Zahlen, eine beträchtliche Anzahl von Männern in der Lebensmitte drunter leidet, leicht oder auch ganz schwer. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Dinge auch einmal benennt. Und wenn Sie jetzt fragen, wann ist die Lebensmitte, das ist schwierig, das hängt von den biologischen Verläufen ab. Wenn jemand mit 18 beginnt zu arbeiten, mit 21 heiratet, mit 23 das erste Kind hat, wird das wahrscheinlich früher sein als jemand, der bis 27 studiert und dann ein paar verschiedene Jobs hat, mit 31 heiratet und mit 33 das erste Kind hat, da wird es dann wahrscheinlich etwas später. Statistisch in Österreich sind wir Männer ab 39 in der zweiten Halbzeit. Weil wenn man mit Männern über die zweite Lebenshälfte redet, beginnt die so mit 75. Weil bis dahin sind wir ja jung. Also darum haben wir lange überlegt, wie man so ein Buch betiteln soll, damit Männer sich auch angesprochen fühlen. Und eins ist klar, biologisch, körperlich, ist der Knicks bei 36. Nach 36 können wir unsere körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr steigern. Und wenn wir dieselbe körperliche Leistung bringen wollen, müssen wir noch mehr trainieren als vorher. Und wenn Sie sich einmal umschauen, alle Spitzensportler haben spätestens mit 36 aufgehört. Eberhard, der Meier und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Ausnahmetalente wie Michael Schumacher und Thomas Muster, aber die brauchen wir nicht weiter reden. Aber im Normalfall, nach 36 beginnt nicht der Verfall, aber nach 36 können wir unsere körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr steigern. Was passiert jetzt in dieser Lebensmitte, wenn es zu kritischen Situationen kommt? Meistens treffen verschiedene biografische Faktoren zusammen. Einmal Familiengründung abgeschlossen, Nestbau abgeschlossen, Kindererziehung abgeschlossen. Das heißt, wichtige Projekte, für die Frauen natürlich genauso, die jahrelang auch einen wichtigen Teil des Männerlebens waren, sind jetzt erfüllt. Dann merkt man zunehmend im beruflichen Bereich, dass es keine Aufstiegschancen mehr gibt. Man merkt plötzlich, wenn ich jetzt arbeitslos werden würde, bin ich in einer Alterskategorie, wo es schwierig ist, wieder Arbeit zu finden. Man beobachtet plötzlich, dass jetzt die Jungen auf Fortbildung geschickt werden, nicht mehr ich. Bei mir lohnt es sich vielleicht gar nicht mehr, dass man in mich investiert. Oder man kriegt plötzlich, wie ich selber erfahren habe, einen jungen Chef, dessen Vater man sein könnte. Und wenn der Kerl dann noch den falschen Tonfall verwischt, dann wird's heiß. Oder wie mir ein Mann erzählt hat, 49, der sagt, ich traue mir das gar nicht laut zum Sagen, weil im Grunde beneiden mich alle. Er hat Familie, Frau, Kinder, gedeiht alles wunderbar. Er ist beruflich äußerst erfolgreich, sehr bekannt in dem Bereich, in dem er tätig ist. Und da sagt er, ich habe zunehmend das Gefühl, ich habe alles erreicht in meinem Leben, was ich mir erträumt habe. Nur jetzt bin ich 49, was kommt jetzt? Das ist ganz ein eigenartiges Gefühl. Man könnte nur sagen, ja, wenn dem sonst nichts fehlt. Er traut sich das auch gar nicht laut zu sagen. Aber wenn man plötzlich keine Ziele mehr hat, wenn man das Gefühl, die Ziele sind eigentlich alle erfüllt, aber ich habe noch 10, 15 Jahre bis zur Pensionierung, was habe ich da für Ziele? Ziele wachsen nicht einfach am Baum, wenn man sagen kann, okay, dann nehmen wir schnell frische. Ziele muss man oft erst wieder erkämpfen, erringen, die müssen wieder wachsen und manchmal geschieht es auch schmerzhaft. Der Körper altert spürbar, auf den komme ich dann noch zurück. Partnerschaft verändert sich. Die Frau im Wechsel, der Mann in der Midlife-Krise, das kann ganz eine heiße Partie abgeben. Kinder aus dem Haus, man ist als Paar wieder ganz neu, quasi fast aufeinander geworfen. Nicht selten kommt in dieser Lebensphase auch noch Trennung oder Scheidung dazu. Und dann ist man zunehmend auch mit Krankheiten konfrontiert, mit Todesfällen im Bekanntenkreis. Ich habe früher den Teil der Vorarlberger Nachrichten, wo die Todesanzeigen drin sind, nie gelesen.
Heute schaue ich nicht mehr an, manchmal sind schon Bekannte dabei. Oder die gebrechlichen Eltern. Ich bin jetzt dabei, weil es sein muss, meinen eigenen Vater zu entmündigen, dass das Geld nur noch ich verwalte. Das ist nicht lustig. Da ist man mit solchen Fragen von Grenzen und von Endlichkeit ganz anders, ganz neu konfrontiert oder der Tod der eigenen Eltern. Und wenn dann mehrere solche Faktoren in der Lebensmitte zusammenkommen, dann kann das unter Umständen wirklich sehr krisenhaft werden. Die Fragen, die dann so auftauchen, sind im Grunde, war das alles? Ist das Leben jetzt vorbei? Und das sind so eigentlich diese Grundfragen, die hinter der typischen Midlife-Krise stehen, weil das Wort schon so schwierig ist, spätestens seit dem Song von Reinhard Fendrich über Midlife-Crisis. Wenn man von Midlife-Krise redet, lächeln die meisten nur noch. Und wenn man von einem Mann sagt, er hat die Midlife-Krise, heißt das so viel wie, er spinnt. Er hat einen Vogel. Aber es ist keine Krise, die man ernst nimmt, im Gegensatz zum Wechsel der Frau, zumindest in meiner Wahrnehmung. Von daher wäre es schon gut, wenn man von Wechseljahren vielleicht reden würde, aber nicht Wechseljahre im hormonellen Sinn, sondern es sind eher Wechseljahre im spirituellen Sinn. Die Midlife-Krise, glaube ich, ist auch eine spirituelle Krise, vorerst eine Zeit oft des inneren Sinnverlustes. Von einem Umbau, und darum kann man auch von Wechseljahren reden, von einem Umbau, auf den wir im Normalfall nicht gefasst sind. Und nicht selten reagieren Männer depressiv. Und bei Depressionen oder nur depressiven Schüben ist es meistens das ungelebte Leben, das sich meldet. Oder wenn Männer von ihrer eigenen Familiensituation her, also Herkunftsfamilie, in schwierigen Konstellationen starten, dann mit viel Kraft etwas auf die Reihe bringen, erfolgreich werden, selber Familie haben, ist es nicht selten so, dass jetzt in dieser Phase die Seele erschöpft ist. Jetzt kann sie nicht mehr. Und dann brechen auch diese Krisen nicht selten auch in Depressionen wieder auf. Es kommen bei nicht wenigen neue Erfahrungen von Versagen, auch von Zusammenbruch, wie man es bisher nicht kennt. Auch diese typisch männlichen Bemühungen, Macht und Kontrolle zu erlangen, scheitern. Und längst zwei Männer, zufällig mitgehört im Supermarkt, offensichtlich alte Freunde, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben, haben sich also herzlich begrüßt. Der eine zum anderen, wie geht's? Der andere, alles im Griff. Und du, alles im grünen Bereich. Das ist ein typischer Männerdialog. Also ich kenne sie auch von mir. Nicht? Wir hätten wirklich immer gern alles im Griff. Und wir verzweifeln fast, wenn wir plötzlich mit Dingen konfrontiert sind, die wir nicht mehr im Griff haben, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wir sind zunehmend mit eigenen Grenzen konfrontiert. Manche merken, nicht wenige vermutlich merken zunehmend, dass auch die Karriereleiter nicht in den Himmel führt, sondern an die Decke. Und dann kommen diverse körperliche Symptome. Nachlassendes Sehvermögen, die Arme werden immer länger beim Zeitunglesen, bis man ohne Brille gar nicht mehr lesen kann. Das ist ja noch das Harmlose. Dann Vergesslichkeit, Namen, Telefonnummern fallen nicht mehr ein. Gestern bin ich vor einer Schublade gestanden und ich hätte im besten Willen nicht mehr gewusst, was ich darin wollte. Solche Dinge häufen sich dann zunehmend. Manche sagen schon, das sind die ersten Anzeichen von Alzheimer, da kann ich sie völlig beruhigen. Wissenschaftlich nennt man das MCI, Mild Cognitive Impairment, das heißt milde kognitive Beeinträchtigung. Mit dem kann man leben. Also solche Dinge sind ein ganz normaler Prozess im Alter werden. Das heißt noch lange nicht, dass wir Alzheimer haben. Gewichtszunahme kommt dazu, noch dazu blöderweise meistens hier und nicht schön rundum verteilt. Verlust an Muskelmasse, völlig normaler Prozess mit dem Altern. Der Testosteronspiegel sinkt. Ich komme auf das dann noch zu sprechen. Häufigeres Wasserlassen, Prostata, alles nicht mehr so dicht, nicht mehr ganz so perfekt funktionierend wie früher. Plötzlich muss man nachts aufs WC.
Jetzt bin ich 30 Jahre lang nie aufs WC oder noch länger und jetzt plötzlich, übrigens alle, die häufig nachts aufs WC sollen, bitte lassen Sie Ihre Zuckerwerte messen. Seit ich Zuckertabletten nehme, muss ich nachts nicht mehr aufs WC. Aber auch das kann ganz normaler Prozess sein oder auch das legendäre Nachtröpfeln, weil einfach nicht mehr alles so dicht funktioniert wie früher. Schlafstörungen. Ich war zutiefst überzeugt, das kriegen nur Frauen im Wechsel. Ich habe seit mindestens 3 Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen, außer ich war wirklich besoffen. Fuga senilis nannten das die Römer. Senile Bettflucht. Und wenn ich in Seminaren Männer frage, wer schläft nicht mehr durch, es sind immer mindestens 50%. Also nur zur Beruhigung an die, denen das bekannt vorkommt, sie sind nicht der Einzige. Oder auch, je älter wir werden, umso länger brauchen wir, um körperlich zu regenerieren. Wenn junge Leute eine Nacht durchmachen, dann sind sie einen Tag flau beieinander. Wenn ich eine Nacht durchmachen würde, wäre ich wahrscheinlich eine Woche krank. Auch im Beruf, je älter wir werden, umso länger brauchen wir, um körperlich wieder zu regenerieren. Psychische Symptome, die nicht alle kriegen, aber manchmal tauchen die einfach hin und wieder auf und bei manchen auch geballt, Gereiztheit, Unzufriedenheit. Plötzlich macht man sich Sorgen um die Zukunft ohne objektiven Grund. Und trotzdem, immer wieder denkt man da dran, auch so Gefühle tragen Unzulänglichkeit, manchmal auch Bedrücktheit oder Trauer, Einsamkeitsgefühle. Ich zähle noch Angst vor Veränderungen der Sexualität, Unbehagen auch in der Beziehung, so nicht begründbare Nervosität, manchmal dann auch wirklich in Richtung depressive Verstimmungen und manchmal auch handfeste Depressionen. Was passiert in dieser Phase, in diesen Wechseljahren? Die Lebensmitte ist eine Umbruchsphase. C.G. Jung hat das Bild verwendet vom Mittagsumsturz. Die Sonne, das ist die innere Lebenskurve der Männer, steigt zuerst steil und schnell an. Am Morgen kann man fast zuschauen, wie die Sonne steigt. Dann wird sie für uns optisch immer langsamer. Um Mittag steht sie oben, hat das Gefühl, sie steht. Und so bleibt es jetzt. Wir haben den Punkt erreicht und so bleibt es jetzt auf immer. Na, das ist eine Täuschung. So am früheren Nachmittag merkt man, holla, es ist doch nicht mehr ganz am Punkt wie mittags. Und dann beginnt der Abstieg und am Ende geht die Sonne auch wieder unter. In diesem Bild der Sonnenbahn wäre der Mittag die Wende zum Abstieg. Und genau das wäre oder ist diese manchmal sehr kritische Phase in unserem Männerleben. Oder mir geht es dann so, so Mittagessen ist wunderbar, Belohnung für einen arbeitsreichen Vormittag. Gleich nach dem Mittagessen geht es noch ganz gut, aber dann so eine halbe, dreiviertel Stunde später wird der frühe Nachmittag klebrig. Da wird er zäh. Da zieht sich das so dahin. Späte Nachmittag ist ja völlig okay. Da ist man wieder voll im Saft. Aber genau dieser frühe Nachmittag könnte vielleicht auch für diese manchmal etwas krisenhafte Phase stehen. Das frühere Heldentum funktioniert nicht mehr. Es sind Dinge, die wir nicht mehr mit Kraft oder Ärmeln hochkrempeln, verändern können. Fliehen, was manche probieren, hilft auch nicht. Und wir merken auch, dass manche bisherige Bilder von Männlichkeit jetzt nicht mehr tragen, vielleicht sogar zunehmend zur Maske werden. So abgedroschen es klingt, Krise als Chance. Aber es ist eine Riesenchance. Diese Krise der Lebensmitte ist eine Chance zur Wandlung und eine Chance zur Reifung. Wenn wir wirklich zu reifen alten Männern werden wollen, müssen wir uns auch wandeln. Und die Herausforderung darin steht, sich zu wandeln oder vielleicht müsste man noch besser sagen, sich wandeln zu lassen. Lebensmitte ist wirklich auch eine spirituelle Herausforderung. Der Dichter Rainer Maria Rilke hat einige wunderbare Gedichte zu diesem Thema geschrieben. Eins ist in meinem Buch drin, ein anderes möchte ich Ihnen vorlesen. Seine Gedichte mag ich drum sehr, weil sie sehr, sehr spirituell sind, aber nie fromm oder frömmlerisch.
Er hat eine ganz eigene, tiefe, aber doch sehr spirituelle Sprache. Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt, ich bin. Ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Du musst wissen, dass Gott dich durchweht seit Anbeginn. Und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin. Nur manchmal werden wir so schmerzhaft reifen, dass wir daran schon fast zerbrechen. Formt sich aus all dem, was wir nicht begreifen, ein Angesicht und sieht uns strahlend an. Das sind zumindest Worte, die mich sehr ansprechen, weil ich eigentlich das alles erlebt habe. So, wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, wenn man das Gefühl hat, irgendwas geht in mir rum und ich habe keine Ahnung, was und wann das aufhört oder was die Lösung ist oder wo das rausgeht, dann der Gedanke von Rilke, dann schafft er drin. Er schreibt es her einfach groß. Oder wären wir so schmerzhaft reifen, dass wir daran schon fast zerbrechen, formt sich aus all dem, was wir nicht begreifen, ein Angesicht und sieht uns strahlend an. Es ist auch eine spirituelle Herausforderung, sich wandeln zu lassen. Das Wandeln zu lassen ist die größte Herausforderung vermutlich. Die Sackgassen sind einfacher. Eine Sackgasse scheint mir relativ stark ausgetrampelt. Das wäre die Sackgasse zum alten Narren. Meine Lieblingsbeispiele Berlusconi, Lugner habe ich schon genannt. Es sind Männer, die sich einfach schwer tun, vernünftig älter zu werden. Die so quasi rückwärts nach vorne fliehen wollen. Die meinen, es geht so nach der ersten steilen Lebenskurve immer so weiter. Immer weiter hinauf. Die immer weiter klettern. Die immer weiterhin zumindest glauben, den jugendlichen Helden spiegeln zu müssen, ohne zu merken, dass sie eigentlich zu alten Narren werden. Und es ist eine Riesenversuchung in unserer heutigen Gesellschaft, denn wir leben von einem zwanghaften Jugendlichkeitskult. Wenn man Hochglanzzeitschriften anschaut, alles muss jung, frisch und knackig sein, bei den Frauen genauso wie bei uns Männern. Wir dürfen nicht einmal älter werden. Wir müssen anti-agen. Es gibt ganze Industriezweige, die davon leben, dass wir anti-agen. Und ja, nicht in Würde älter werden, sondern alles Mögliche dagegen tun und eine Riesenmenge Geld dafür ausgeben. Darum sind diese alten Narren das Lieblingsklientel dieser modernen Anti-Aging-Industrie. Spirituell könnte man sagen, der alte Narr, er lässt sich nicht wandeln und er wird damit zunehmend hohl. Eine zweite Sackgasse ist der Weg in die Verbitterung. Es sind Männer, die in Konfrontation mit dem Schicksal bleiben, die hadern mit dem Leben, höchstens sich selber bejammern, ich bin so arm, das Leben meint es so schlecht mit mir, die nicht aufhören mit der Krise zu hadern, die damit auch in ihr gefangen bleiben. Spirituell könnte man sagen, der Schmerz kommt nicht zur Erleuchtung. Wenn Sie seriöse Heiligenbiografien lesen, finden Sie immer diese schmerzhaften Phasen, die meistens mit ein wesentlicher Teil der Erleuchtung sind. Verbitterung geht in zwei Richtungen, einerseits in die Depression, andererseits in den Zynismus. Depression, Männer, die innerlich vertrocknen, keine Lebensfreude mehr haben, an nichts mehr Spaß haben, die, man könnte sagen, nur noch Hunger haben, aber keinen Appetit mehr. Der Zynismus, statt sich wandeln zu lassen, bei sich etwas zu tun, sucht man nach Schuldigen. Schuld sind natürlich immer die anderen. Die Verbitterung wird negativ nach außen ausagiert. Man bleibt mit Gott und der Welt im Kriegszustand und lebt in einer Verachtung
gegenüber dem Leben. Und das wäre der Königsweg, den sicher einige von Ihnen schon gegangen sind, der Abstieg zur Weisheit. Ich bin zutiefst überzeugt, dass zumindest für uns Männer spirituell die Weisheit nicht oben ist, sondern unten. Und wenn ich Seminare mit Männern mache, je jünger die Männer sind, umso mehr haben sie Mühe mit dem Wort Abstieg. Könntest du nicht wenigstens ein anderes Wort verwenden? Und dann erlebe ich oft, wie auch ältere Männer in der Runde sitzen, die sagen, passt schon. Das Flugzeug bleibt nicht oben, die Sonne bleibt nicht oben, sie müssen wieder herunter. Und einmal hat ein Mann einen herrlichen Vergleich gebracht bei einem Seminar. Er sagt, es ist wie beim Alpenverein. Eine Erstbesteigung zählt erst, wenn man wieder herunter ist. Und alle Bergsteiger wissen, dass der Abstieg manchmal mühsamer ist wie der Aufstieg. Es kann nicht so mit Karriere und steilem Aufstieg immer so weitergehen. Da oben wartet nur die Decke auf uns. Und klar muss uns sein, auf diesem Weg des Abstiegs, der Königsweg zur Weisheit und zur Reife darstellt, auf diesem Weg begibt sich der Held zunächst mit abgesägten Hosen. Es ist ein Weg zu mehr Demut, zu mehr Ehrlichkeit, ein Weg, sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen, ein Weg zu mehr Milde, mehr Barmherzigkeit, auch Barmherzigkeit mir selber gegenüber, ein Weg zum Loslassen und in diesem Sinn auch ein Weg zu mehr von Weisheit. So viel skizzenhaft nur geschildert, diese Lebenskurve, man könnte es natürlich viel auch über Pension und Alter und so weiter. Sie können gerne dann auch mehr nachlesen, aber ich denke, es ist wichtig, auch noch etwas zu sagen über Partnerschaft in der Lebensmitte. Genau dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot, wo man es wieder schön haben könnte, so wie früher, schnellt die Scheidungsrate in die Höhe. Statt dass das Leben beginnt, beginnen Trennungen und Scheidungen. Partnerschaft in der Lebensmitte ist nicht selten ein vermintes Gelände. Und da gibt es einige Dinge, die kann man verstehen. Zum Beispiel, wenn man die beiden Lebenskurven in diesem Alter übereinander legt, die sind nämlich völlig gegenläufig. Das Motto könnte heißen, Abstieg trifft auf Aufstieg. Die innere Lebenskurve der Frau beginnt zuerst einmal ganz sicher flacher als die von uns Männern. Also ich rede jetzt von denen, die jetzt in der Lebensmitte sind. Bei den heute jungen Frauen entwickelt sich sicher noch einmal ganz anders. Das muss man in 10, 20 Jahren wahrscheinlich ganz neu formulieren. Als ich auf die Welt kam, Ältester, bekamen meine Eltern Geburtsanzeigen mit dem Satz, gratulieren zum Stammhalter. Wäre ich eine Tochter gewesen, hätte solche Anzeigen nicht gegeben. Also mal damals allein dadurch, dass ich männlich war, war das schon ein gewisser Startvorteil. Oder wie es damals noch war, die Jungs durften nach dem Essen raus Fußball spielen und die Mädchen mussten in aller Selbstverständlichkeit der Mama helfen, abwaschen. Also die innere Lebenskurve der Frauen, die heute in der Lebensmitte sind, beginnt sicher zuerst einmal viel flacher, dann kommt relativ lange Phase, die in der klassischen Biografie zumindest geprägt ist von Familie, Kinder, Kindererziehung, teils auch dann wieder Berufstätigkeit. Eine Phase, wo kaum jemand die Frau fragt, was sie will. Wo nur alle sagen, was sie von der Mama wollen. Wenn Kinder was brauchen, dann schreien sie und Mama hat zu reagieren. Eine Phase, wo sie sehr stark für andere da ist. Eine Phase, wo sie weniger weit oben ist wie die Männer, dafür vielleicht auch geerdeter, mehr bei der Erde und der Phase, in der Frauen sicher auch dadurch ein Stück weit reifen. Und dann kommt auch bei den Frauen die Krise. Und die Krise ist ganz eindeutig der Wechsel, der zuerst einmal hormonell wirklich eine Riesenumwälzung darstellt. So etwas gibt es bei uns Männern vergleichbar nicht.
und zur Beruhigung der Männer, weil mir einmal ein Mann gesagt hat, ich verstehe meine Frau einfach nicht, die ist im Wechsel. Sage ich, beruhige dich, die versteht sich selber auch nicht. Wechsel ist auch schon hormonell ein radikaler Umbau und auch das kann man nicht ausprobieren. Und auch da sind Frauen oft, ist fast ähnlich wie bei der Pubertät, das kennen wir selber noch, auch als Männer, oft wirklich in einem Umbau, wo man, wenn man gerade mittendrin steckt, wirklich nicht immer ganz genau weiß, was das immer soll oder wo das Ganze dann hinausgehen könnte. Nehmen Sie als Mann nicht alles persönlich, wenn die Frau im Wechsel ist. Sie sind nicht schuld, dass sie im Wechsel ist. Und so ein Tipp an die Frauen, sagen Sie den Partnern, wo er sie unterstützen könnte oder was er ihnen Gutes tun könnte, denn er versteht es noch weniger, was mit ihnen los ist. Und dann, nach dem Wechsel, so ab 50, Schnitt. Kommt ein im Normalfall noch nicht dagewesener weiblicher Aufstieg. Der Phönix aus der Asche. Jetzt komm ich. Jahrzehntelang hat kaum jemand nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen der Frau gefragt. Jetzt Kinder aus dem Haus und tot, jetzt bin ich an der Reihe. Und jetzt formulieren Frauen ganz klar ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Bedürfnisse, melden die ganz, ganz deutlich ein. Das Ich steht sehr stark im Vordergrund. Das Ich hat zuerst keine große Rolle gespielt. Man war vor allem für andere da. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt komme ich. Und jetzt kommt noch einmal ein neuer Lebensabschnitt. Und aus dem mache ich jetzt was. Und jetzt beginnen Frauen auch noch einmal ganz neu eine eigene Identität zu entwickeln außerhalb von Familie und Partnerschaft. So nach dem Motto, ich war jetzt lange genug die Frau von und die Mama von, jetzt kommt noch einmal was anderes. Und jetzt kommt auch noch einmal was Neues. Und wenn Sie jetzt die beiden Folien übereinander legen, so in der Lebensmitte oder so etwas später, schon so ab 50, dann merken Sie, dass der Mann, der so richtig langsam am Heimkommen ist, sich vielleicht ganz neu auf die traute Zweisamkeit mit der Frau freut, gleichzeitig auch eine Frau trifft, die dabei ist, den Mantel anzuziehen, weil sie jetzt lange genug daheim war. Und es ist wirklich diese Lebensphase, wo wir Männer ruhiger werden, wo wir plötzlich so einen ganz neuen Hang zum Sofa entwickeln, davon träumen, dass wir es jetzt wieder haben wie früher, viel Zweisamkeit und romantisch. Und dann kommt er heim und erlebt eine Powerfrau, wie er sie noch nie erlebt hat. Auch hormonell ist es so, und darum spricht man hier von Androgynisierung. Androgynisierung heißt in dem Fall ganz einfach, dass wir Männer zunehmend weiblich werden mit dem Alter und die Frauen mit dem Alter zunehmend männlich werden. Das ist auch die hormonelle Veränderung. Der Testosteronspiegel nimmt bei uns Männern ab, bei den Frauen offensichtlich sogar zu. Wenn Sie sich an früher erinnern, war es oft, heute wird es kosmetisch beseitigt, oft zu sehen, dass wirklich alte Frauen, die hatten einen richtigen Bart. Der Testosteronspiegel, also das männliche Geschlecht, nimmt bei den Frauen tendenziell sogar zu. Umgekehrt, der Östrogenspiegel, weibliche Geschlechtshormon, nimmt, so wie ich einmal eine Studie gelesen habe, tendenziell bei Männern auch zu. Das heißt, wir werden schon hormonell mit dem Alter weiblicher. Und wir merken es dann bei uns selber, wenn wir älter werden, wie wir manchmal wirklich nahezu auch fast schon weibliche Formen annehmen. Während der Östrogenspiegel bei den Frauen im Wechsel radikal abnimmt. Das heißt, Frauen werden männlicher im Sinne von selbstbewusster, in der Wahrnehmung der Männer vielleicht auch aufmüpfiger und darum schon sogar aggressiver, das heißt nicht gewalttätig. Aber sie klagen ganz recht ein, was sie jetzt tun wollen, was ihre Wünsche und Anliegen sind. Manchmal werden sie sogar sexuell agiler als die Männer und auf jeden Fall aktiver.
Wir Männer werden mit zunehmendem Alter weiblicher, im Sinne von auch anlehnungsbedürftiger, weicher, angepasster, emotionell sensibel. Mein Schwager kann kaum mehr einen normalen Spielfilm anschauen, weil er das emotionell nicht mehr aushält. Oder ich war mit meinem Neffen, mit dem ich seit der Firmung jeden neuen James Bond anschaue, im neuen James Bond, ich weiß nicht, wer ihn schon gesehen hat, der Götte war zu tief gerührt, weil in diesem James Bond geht es um Älterwerden. Ganz radikal. Und der James Bond ist jetzt plötzlich eine Lebensmittelfigur, eine gebrochene. Und der junge Neffe meinte, also wenn es so weitergeht in James Bond, wenn man schon in James Bond ein Taschentuch mitnehmen muss, dann gehe ich nie mehr. Wir werden auch sexuell ruhiger und passiver im Vergleich zu früher. Ich bin manchmal auch als Reiseleiter tätig und wo ich das begonnen habe, ist mir aufgefallen, wie viele Frauen da dabei sind. Und der erste Gedanke war, das sind alles Witwen. Nein, da war nur eine Witwe dabei. Das andere sind Frauen, wo der Mann sagt, geh nur, wenn ich nur nicht mit muss. Übrigens wäre immer da gefragt, dieser Trend, die Männer werden weiblicher und die Frauen werden männlicher, ändert sich das wieder? Nein. Schauen Sie in die Märchen. Die alten Männer sind alles milde, weiche Opas. Almöhi von der Heidi zum Beispiel. Und schauen Sie in den Märchen auf die Frauen. Es sind alles alte, starke Frauen, manchmal auch Hexen. Es geht nicht retour. Das ist unsere Entwicklung. Jetzt angewendet auf die Partnerschaft, drei Möglichkeiten, die ich beobachte. Natürlich kann in der Phase der Lebensmitte Trennung, Scheidung eine Chance sein, wenn eine Beziehung wirklich über die Jahre abgestorben ist. Und wenn die ganzen Regenerationsversuche, und es ist immer der Wert, Regenerationsversuche zu machen, sage ich aus meiner Überzeugung, nichts mehr gefruchtet haben. Oder wenn Beziehungen inzwischen zur Hölle geworden sind, ist Trennung eine Chance. Eine Chance für einen Neubeginn und wenn man das Ganze verarbeitet hat, vielleicht auf eine neue, gelungenere Beziehung. Daneben sehe ich aber auch einige Fluchtwege. Der Fluchtweg der Männer ist bekannt. Er nimmt sich eine junge Freundin. Es sind manchmal Männer, die so glauben, also erstens einmal spüren sie das nachlassende Begehren und das darf nicht sein und dann kann man sich mit einer jungen Freundin aufmunitionieren ein Stück weit oder die sexuelle Reizstufe wird natürlich dadurch noch einmal erhöht oder manche glauben wirklich, wenn ich eine junge Freundin habe, dann bleibe ich jung. Als ob so, ja, es erinnert mich an frühere Stammesritual. Genauso aber, liebe Männer, gibt es heute einen weit verbreiteten Fluchtweg bei den Frauen. Es gibt ein Hörbuch, da sind 4 leicht ergraute Frauen drauf, glücklich strahlend, dass es nimmer Ärger geht. Und das Hörbuch heißt 50 plus und endlich allein. Ich kenne aus meiner Arbeit nicht wenige Fälle, wo jetzt in dieser Phase, in diesem Neuaufbruch, die Frauen sagen so, und jetzt beginne ich noch einmal etwas Neues, und da passt der Alte gerade auch nicht mehr rein. Nicht, weil er schlimm war. Na, neues Konzept, alles frisch neu, und dann wird auch er entsorgt. Das Schlimmste, denke ich, in der Partnerschaft immer, wenn man nie mehr eine Chance bekommen hat. Das ist tief kränkend für eine Frau, wenn die daheim sitzt und er mit einer jungen Freundin wegzieht, nur weil sie halt mit 50 auch nicht mehr so knackig ausschaut wie die mit 25. Er übrigens auch nicht mehr, aber das spielt ihm keine Rolle. Und es ist genauso demütigend, wenn die Frau einfach aufbricht und da sagt sie zum Mann, du passt jetzt nicht mehr in mein Leben und ich gehe jetzt. Mir hat einer gesagt, wenn ich sie wenigstens geschlagen hätte, dann wüsste ich, worum sie geht. Er hat keine Ahnung und er hat nie mehr eine Chance bekommen. Wo sind die Herausforderungen auch im Zusammenbleiben? Lebensmitte heißt auch für Partnerschaft, fast alles ist nicht mehr so, wie es war. Viele Frauen denken Gott sei Dank und viele Männer denken Scheiße.
Jetzt haben wir so gefreut, dann haben wir es wieder genau wie früher. Ja, Männer sind da nicht unbedingt die Weltmeister in Flexibilität, wenn es um Partnerschaft geht. Aber es ist fast alles nicht mehr so, wie es war. Es ist eine Herausforderung für Partnerschaft gegenüber einander, Mann, Frau, dass wir auch das Positive am anderen sehen. Wenn die Frau sich neu entfaltet oder wenn der Mann jetzt einfach ruhiger wird. Ich kenne ein wunderbares Beispiel. Ein Mann erzählt, ist so stolz, dass seine Frau, sie ist etwas jünger wie er, jetzt noch einmal ganz ein neues Geschäft aufgemacht hat. Er ist schon in Pension und er macht ihr die Buchhaltung. Und es freut ihn, seine Frau darin unterstützen zu können. Dass man das Neue am anderen entdeckt. Dass man sich gegenseitig nicht abwertet und nicht versucht zu verändern. Erstens nützt nichts und zweitens haben wir nicht das Recht dazu. Und es ist eine Herausforderung an uns als Paar. Wir müssen vieles neu ausverhandeln. Wir kommen nicht daran vorbei und unter anderem auch den Stellenwert der Sexualität. Und darum jetzt einfach noch ein paar offene Bemerkungen darüber, was sich vor allem bei uns Männern im sexuellen Bereich ändert. Ich glaube, dass die Sexualität des langsam alternden Mannes etwas vom tabuisiertesten überhaupt ist. Sexualität im Altern, man kann kein Datum abgeben, bei den einen früher oder später oder linear oder beim anderen in Schüben. Klar, Sexualität im Altern ist manchmal eingeschlafen. Wobei ich sage, wenn das für beide okay ist, dass sie eingeschlafen ist, dann ist es okay. Bloß weil in News wieder einmal eine Statistik veröffentlicht wird, dass man so und so oft Sex in der Woche haben muss, wer an solchen Blödsinn glaubt, ist selber schuld. Sexualität im Altern muss gewollt werden. Die kommt nicht mehr so von selber. Da muss man bei jungen Leuten keine Angst haben. Das Zeug meldet sich von selber. Je älter das man wird, muss es ganz einfach auch gewollt werden. Und es muss gestaltet werden. Ich sage Ihnen noch, warum. Und so wie wir uns mit dem Alter verändern, verändert sich auch die Sexualität. Stand früher in Forderung die Verführung oder die Eroberung, steht jetzt vielleicht mehr im Vordergrund die Verbindung, die Vertrautheit. Was ändert sich körperlich mit dem Altern? Gemeinerweise bei den Frauen fast gar nichts und bei uns Männern einiges. Was verändert sich körperlich bei uns Männern? Der Testosteronspiegel sinkt langsam. Also nicht so plötzlich wie beim Wechsel der Frau, aber er sinkt. Mit 50 haben wir deutlich weniger Testosteron wie mit 20. Und das hat Folgen. Auch das Begehren sinkt tendenziell. Aber es verschwindet nicht. Ein 70-jähriger Journalist hat einmal herrlich formuliert, das Begehren weicht zunehmend einer freudigen Kenntnisnahme weiblicher Reize. Das Begehren weicht zunehmend einer freudigen Kenntnisnahme weiblicher Reize. Also blind wird man nicht mit zunehmendem Alter, man muss aber vielleicht auch nicht mehr alles haben. Es dauert ganz klar länger bis zu einer Erektion. Es braucht zunehmend körperliche Stimulation für eine Erektion, nicht nur den visuellen Reiz. Wenn ein junger Mann bestimmte Rundungen bei einer Frau sieht, dann geht die sexuelle Hydraulik in Gang. Da reicht der Blick und es fährt irgendwo hinein und dann gleich unten was hinkommt und so weiter. Das verändert sich. Je älter wir werden, braucht es zunehmend auch die körperliche Stimulation für eine ordentliche Erektion. Die Erektionen sind nicht mehr so häufig, also so die morgendliche Wasserlatte ist irgendwann eher Erinnerung. Die Erektionen sind oft nicht mehr so hart oder nicht mehr so dauerhaft. Johann Wolfgang von Goethe war ein sexueller Spätstarter, dafür hat er im hohen Alter noch eine junge Freundin gehabt, der weiß, wovon er redet. Und er hat einmal herrlich gedichtet, der Zeiten gedenk ich, der alle Glieder gelenk ich, bis auf eins. Die Zeiten sind vorüber, steif sind alle Glieder, bis auf eins. Was verändert sich bei der Frau? Fast gar nichts. Natürlich wird oft nach dem Wechsel die Scheide trockener, aber da gibt es Cremes, da gibt es bestimmte Gels oder es reicht auch Babyöl, vielleicht ist noch was übrig von früher.
Was ich schon beobachte im Gespräch mit Frauen oder mit einer Kollegin, mache ich öfters auch Seminare für Paare in der Lebensmitte, also so meine Wahrnehmung, sexuelles Verlangen ja, aber nur als Teil der Beziehungspflege. Also Sex, nur damit man Sex hat, wird zunehmend uninteressant. Eine Frau hat mir mal erklärt, sie haben jetzt also jahrelang Sex am Sonntagvormittag praktiziert. Das war praktisch, weil die Kinder bis mittags schlafen haben. Aber jetzt sei es einfach ein Punkt, wo sie sich zunehmend fragen, haben wir Sex, weil Sonntagvormittag ist, oder haben wir Sex, weil wir gern Sex haben? Und was ich merke, das wird für sie zunehmend unbefriedigend. Sex ja, aber wirklich als integrierter Teil der Beziehungspflege. Wobei ein älterer Mann, habe ich mal im Fernsehinterview gehört, der hat das herrlich formuliert und es geht in dieselbe Richtung. Wir Männer werden auch weiblich im Alter. Er hat jetzt Sex nicht mehr, wenn ich will oder wenn er will, sondern wenn es passt. Das ist Sexualität als Beziehungspflege. Nicht mehr, weil es irgendwie sein muss. Wie gehen wir Männer jetzt vor allem mit diesen Veränderungen des Alterns um? Ich sehe drei Wege. Manche wieder ausgetrampelter als die anderen. Man kann das Älterwerden als männlichen Imageverlust sehen und der darf nicht sein. Dann muss man sich also dopen mit junger Partnerin, mit Ersatzsymbolen. Es ist oft das Sein- und Schein-Sexualität. Der Hugh Hefner, der Playboy-Gründer, den hat man früher immer mit 2 Bunnies abgebildet, jetzt ist er immer mit 5 Bunnies abgebildet. Also muss man immer irgendwie die Reizdosis noch mehr erhöhen. Das Zweite, typisch im Zeitgeist, man versteht älter werden als Krankheit. Und wenn das eine Krankheit ist, dann muss man was dagegen tun und da gibt es die Pharmaindustrie und man landet da bei einer Medikamentensexualität mit Viagra, Hormonersatz oder was es alles gibt. Auch wenn man so die Werbung für Viagra anschaut, Sie können sich vorstellen, wenn man E-Mail hat, wo Männer vorkommt, wie ich im Männerbüro, was ich da für Werbemails kriege, für Penisverlängerung und Viagra und so weiter. Und eine Zeit lang habe ich die Werbung auch gelesen. Und dann steht drin, aber sagen Sie es ja nicht Ihrem Schatz. Das weibliche Selbstbewusstsein ist sehr empfindlich. Jetzt stellen Sie sich vor, als Wochenende, nicht? Er wirft eine Viagra rein, ist ja nicht ganz umsonst. Jetzt muss er schauen, dass es zu Sex kommt, weil sich das Ding sonst nicht rentiert hat. Und das Ganze aber so, dass ich es ja nicht merken darf. Sie sehen da noch einmal, was für ein Stress eigentlich entsteht. Und Stress war immer schon der größte Lustkiller. Also wenn, dann denke ich, müsste es wirklich zumindest eine gemeinsame Sache sein, ohne diesen zusätzlichen Stress, wobei es natürlich einige Krankheiten gibt, die zu Erektionsstörungen führen. Und da ist ganz klar Viagra ein wunderbares Medikament für Männer, die davon betroffen sind. Aber man könnte auch hergehen und sagen, nein, Moment, älter werden ist keine Krankheit, sondern älter werden ist eine ganz natürliche Veränderung. Und wenn es eine natürliche Veränderung ist, dann darf sich auch die Sexualität verändern. Und das wäre so das, was ich nenne, eine ehrliche Sexualität. Nichts muss mehr sein, aber alles darf sein. Oder je älter man wird, könnte man dann auch sagen, das, was geht, so wie es geht. Das wird vermutlich oder mit Sicherheit nicht mehr so oft sein wie früher. Mir hat mal ein Mann gesagt, also wir haben meistens vor allem Weihnachten und Ostern, aber es sind doch immer schöne Anlässe, zu merken, dass wir auch da noch zusammengehören. Vermutlich nicht mehr so oft, es wird auch nicht mehr so schnell sein wie früher, länger dauern. Manch eine Frau freut sich und denkt, das hätte ich früher auch gern gehabt. Nicht mehr so hart, weicher, kuscheliger, manchmal vielleicht auch ohne Orgasmus, was sich ein junger Mann kaum vorstellen kann. Und es wird auch neue Formen von Zärtlichkeit, Erotik und Intimität geben, auch statt klassischem Geschlechtsverkehr. Und wir wissen heute auch aus der Altersforschung, auch für alte Männer kann auch der körperliche Kontakt, auch wenn sich gar nicht mehr so viel abspielt, aber der Kontakt und dieses Streicheln etwas unheimlich Wichtiges sein. Und es kann auch bis ins hohe Alter ein Zeichen sein, wir gehören zusammen, auch körperlich, nicht nur seelisch und geistig.
Weitere Herausforderung, damit komme ich dann zum Ende, an die Beziehung, dass wir neue Beziehungsqualitäten entdecken. Wir können nicht zurückflüchten und die Zeit der früheren Romantik wieder herholen. Wir müssen jetzt neue Qualitäten entdecken. Und wir müssen neue Gemeinsamkeiten finden. Jeluschek, der Paartherapeut, spricht immer vom gemeinsamen Dritten. Paare auf Dauer brauchen ein gemeinsames Drittes. Also wenn man sich ewig nur in die Augen schaut, geht man sich irgendwann an die Gurgel. Das hält man auf Dauer gar nicht aus. Partnerschaft auf Dauer heißt miteinander auf gemeinsame Ziele schauen. Und wenn die viele Ziele erreicht sind, wie Hausbau, Kinder und so weiter, dann muss man neue suchen. Dann muss man neue Ziele auch entwickeln, neues Gemeinsames oder wie Jeluschek sagt, ein neues Drittes. Der Fernseher allein ist zu wenig auf Dauer. Und die Enkel allein wird auch zu wenig auf Dauer. Das Leben ist heute noch viel zu lang, als dass man den Rest des Lebens nur noch als Oma und Opa existiert. Also auch darüber hinaus darf man und ist es die Herausforderung, wirklich neues Drittes zu finden. Dinge, die man gerne macht, gemeinsame Leidenschaften, gemeinsame Hobbys oder irgendein gemeinsames Engagement. Etwas, das beiden Spaß macht und das beide verbindet. Und wir müssen in vielen Bereichen neue Arrangements treffen. Und da sind wir Männer auch gefordert, jetzt an der Beziehung dran zu bleiben, flexibel zu sein, neue Arrangements zu machen, nicht glauben, es geht zurück. Und da denke ich, eine sehr große Herausforderung, die Pensionierung. Was sich nach der Pension abspielt, ist in nicht wenigen Beziehungen nichts anderes als Revierkampf. Bei uns in Vorarlberg, vielleicht auch in Oberösterreich, hat es lange Seminare gegeben, Frauenseminare, mit dem uncharmanten Titel Hilfe, mein Mann kommt in Pension. Ich kann das irgendwie doch ganz gut nachvollziehen. Sie kennen vielleicht den Film Papa ante Portas vom Loriot, wenn der Manager in Pension kommt und dann den ganzen Haushalt so durchmanagt, bis gar nichts mehr funktioniert. Oft ist so, dass die Frau zu Hause war oder vor allem zu Hause war und zu Hause oft über Jahrzehnte ihr Revier hatte, Küche und alles, was dazugehört, wo sie über Jahrzehnte schalten und walten hat können, wie sie wollte. Und jetzt steht plötzlich jeden Tag der Kerl in der Gegend rum und will nicht reinreden. Es sind wirklich Revierkämpfe, die stattfinden. Vielleicht ein Beispiel noch. Hat mir ein Mann erzählt, der größte Fehler seines Lebens. Und den hat er in der Pension gemacht, er ist in Pension gekommen. Seine Frau hat nur geringfügig ein paar Stunden auch noch gearbeitet. Und da sei ihm aufgefallen, wie schäbig die Küche inzwischen sei. Und er hat sich gesagt, die Frau verbringt so viele Stunden in dieser Küche für mich, für die Familie, die hat eine ganz neue Küche verdient. Die Frau geht auf Kur und die 3 Wochen nützt er, und baut eine völlig neue Küche mit allem drum und dran. Und dann glaubt er, kommt das große Hurra. Er hat Glück gehabt, dass er keine Ohrfeige bekommen hat von seiner Frau. Es war die größte Krise, die die beiden je hatten. Und es hat lang, lang gedauert, bis sie verstanden haben, warum. Das war eine absolute Revierverletzung. Stellen Sie sich als Mann vor, wenn Sie einen Bastelkeller haben, Sie gehen 3 Wochen auf Kur und Ihre Frau baut Ihnen einen neuen Bastelkeller mit allen Maschinen, die sie sich vorstellt, ohne dass Sie gefragt werden. Sie werden ihr mit Sicherheit nicht um den Hals fallen. Und genauso umgekehrt. Er hat es nicht richtig gesehen, dass das ihr Revier ist, dass er ihr Revier nicht ohne sie zu fragen renovieren kann, weil die Chefin des Reviers da ganz einfach mitreden muss. Und vorher denke ich mir, die Lösung, auch schon vor der Pension, aber zunehmend, wenn man älter wird, dass man auch mit den Gedanken aufhören, dass man alles gemeinsam tun muss. Davon träumen manche Männer. Wenn ich wieder in Pension bin, dann machen wir alles gemeinsam. Und die Frauen denken, vor dem fürchte ich mich, wenn er in Pension kommt und wieder alles gemeinsam machen will. Dieses alles gemeinsam ist sicher nicht die Lösung. Ich glaube eher, die Lösung wäre, dass es 3 Reviere gibt. Meine,
ihre und gemeinsame. Dass der Mann seine eigenen Reviere hat mit dem, was er gern macht, mit seinen Bekannten oder Kumpel oder Kollegen dabei. Dass die Frau ihre Reviere hat mit dem, was sie gern tut, mit ihren Freundinnen dabei. Und aber auch gemeinsame Reviere, wo man Neues, Gemeinsames entdeckt. Und was ist das Ziel dieses Prozesses? Ich denke, der Ziel könnte sein, auch gemeinsam reifer zu werden, die neue Lebensphase humorvoll und weise zu gestalten, die gemeinsam verbrachten Jahre wohlwollend zu betrachten. Da vielleicht eine kleine Bemerkung, wenn man älter wird, vielleicht gerade wäre so Pensionierung einmal ein Anlass. Wenn man lang genug beieinander war, hat jeder von uns in sich ein ganzes Museum an Verletzungen. Wir können nicht auf Dauer zusammenleben, ohne uns auch gegenseitig zu verletzen. Die Männer, die Frauen, die Männer. Und da wäre es so schön, einmal herzugehen und sagen, schau mal doch das Museum einmal an. Grobe Dinge kann man aussprechen und man kann sie vergeben. Und man kann um Verzeihung bitten. Und das ganze Kleinvieh gehört sowieso ausgemistet und verbrannt. Und dass man sagt, okay, und dann schließen wir einmal unsere Museen. Ich habe unlängst einen Film gesehen, wo eine Frau einem Mann vorwirft, was er vor 37 Jahren gesagt habe. Das ist auch eine Variante, wie man miteinander das Lebensalter verbringen könnte. Aber das wäre ratsam, da einmal aufzuräumen und nicht das Negative in den Vordergrund zu rücken, sondern so die Gelegenheit zu bekommen, miteinander auch die Früchte zu ernten. Danke. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich heute am Internationalen Männertag zur gemeinsamen Vortragsreihe und danke Dr. Markus Hofer für seine Ausführungen. Wir haben jetzt natürlich sehr viele interessante Aspekte gehört. Die Frage ist, haben wir alles im Griff oder greifen wir den neuen Herausforderungen an?